Hallo und herzlich willkommen in der Comicbude. Ich habe mal wieder ein Paket bekommen. Das möchte ich mit euch zusammen auspacken. Ich habe nämlich einige Figuren vorbestellt beim guten Toy Donkey. Und da bin ich jetzt auch schon gespannt drauf, wie die in echt aussehen. Ich kenne sie bisher auch nur von den Produktbildern. Und ihr seht, dieses Paket ist echt riesig. Es ist doch einiges zusammengekommen. Und ich freue mich jetzt auf einmal wahnsinnig drauf. Mal gucken, wie ich das hier am besten mache. Wo ich das vielleicht gleich aus dem Bild nehme, das nimmt den Karton. Mit meinem Messer hier aufschneiden. Also wie immer sehr gut verpackt. Sehr sammlerfreundlich verpackt. Nicht so wie bei der Firma mit dem großen A. Das ist eine Katastrophe. Da kann man wirklich eigentlich mittlerweile fast gar nichts mehr kaufen. Das ist mittlerweile so eine 50-50 Sache, ob es beschädigt ankommt oder nicht. Aber deshalb immer, wenn es geht, beim Fachhändler kaufen, wie eben dem Toy Donkey. Da habt ihr es eben so super verpackt. Hier auf. Und. Oh, es ist wirklich ein Riesenpaket, das ist gar nicht so einfach. Ja, und es ist wirklich wahnsinnig. Oh, da ist die Rechnung. Das braucht ihr nicht. Jawohl, jawohl, jawohl. Das ist uninteressant für euch. Oh! Oh, ein Packpapier, also wirklich, wirklich gut eingepackt. Oh, wow. Und es sind zwei Buttons dabei. Zu den Buttons muss ich später noch was sagen. Eigentlich sollte nur einer dabei sein. Hab mir zwei reingelegt. Ne, hab mir sogar drei reingelegt. Und was Süßes. Das kommt immer gut an. Center Shock. Da freue ich mich auch schon drauf. Also ihr seht, sowas kriegt ihr bei der Firma mit dem A nämlich auch nicht zum Beispiel. Und dann kommen wir auch schon zum ersten. Den Marvel Legends Apocalypse auf Karte. Ist der nicht geil? Das ist so eine Figur, da fällt mir wirklich schwer, den nicht auszupacken, aber den werde ich in OVP lassen. Boah, ich krieg das ist wirklich blöd hier mit dem Karton. Ich muss das irgendwie anders machen. Könnt ihr es sehen? Also eine richtig, richtig geile Figur. Na gut, die werdet ihr auch nochmal richtig sehen, wenn ich nächstes Mal wieder meine Roomtour mache. Dann werdet ihr das spiegelt auch ein bisschen. Dann werdet ihr den auch richtig sehen. Ich lege ihn mal zur Seite. Oder das war die erste Figur. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes haben. Aber schaut euch das mal an. Also jede Figur noch mal einzeln angepackt. Also besser geht nicht. Und dann was von DC, was ich mich auch schon sehr gefreut habe. Nämlich John Constantine in der Page Puncher Version. Oder Page Puncher heißen, Punchers heißen die ja, oder? Mit einem Comic-Heft hinten drin noch. Sehr, sehr cool. Ja, Page Punchers heißen die Figuren. Sehr, sehr cool. Also freut mich auch wahnsinnig, habe ich auch lange jetzt drauf gewartet auf den. Sehr, sehr cool. Der wird wahrscheinlich vorerst zumindest auch mal in OVP bleiben. Ob das so bleibt, weiß ich noch nicht. Muss man mal gucken. Ist auch bei mir mittlerweile ein bisschen eine Platzfrage, ob ich auspacke oder nicht, weil die Vitrinen sind einfach voll. Und dann seht ihr hier schon, geht es munter weiter. Ich habe mir nämlich die Arkham Wave bestellt, die Arkham City Wave von McFarlane Toys mit dem Salomon Grundy Buff. Hier mal Catwoman, auf die habe ich wirklich lange, lange gewartet, dass McFarlane mal eine gescheite Catwoman rausbringt. Freut mich wahnsinnig. Dann haben wir Ra's al Ghul. Das ist nicht einer meiner Lieblingscharaktere, aber der ist auch ganz cool gemacht mit den Tattoos. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wahrscheinlich schlecht in Verpackung. Wie gesagt, ihr werdet die Figuren alle mal genau sehen können, wenn ich meine Roomtour demnächst mache. Dann geht es weiter. Also, das ist gar nicht so einfach mit dem Handling hier. Dann haben wir Batman. Batman darf natürlich in der Arkham City Wave nicht fehlen. Und auch eine Figur, auf die ich mich sehr gefreut habe. Endlich mal einen gescheiten Pinguin. Das freut mich auch sehr. Auch sehr, sehr cool. Er spiegelt leider ein bisschen.
Aber auch sehr, sehr cool, der Pinguin. Ich zeige euch das gleich nochmal im Detail. So, jetzt haben wir noch Verpackungsmaterial, oder? Wie es scheint. Ja. Ich, wie gesagt, ich habe ja vorgesagt, dass ich noch was zu den Pins sagen muss. Die Pins sind eine Dreingabe, die hat man beim Toy Donkey bekommen, wenn man die Arkham Wave vorbestellt hat, was ich getan habe, aber eigentlich nur einer. Warum man jetzt mir drei reingelegt hat, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich so ein guter Kunde bin. Ich freue mich auf jeden Fall. Das war, wenn man so eine Aktion, wenn man eben diese Wave vorbestellt hat, konnte man sich so einen Pin aussuchen. Ich habe mir den hier ausgesucht, meine ich. Und die zwei hat er mir jetzt noch so dazugelegt, finde ich sehr nett. Cool, freut mich, kommen alle meine Comic-Jeans-Jacke. So, und jetzt versuche ich die Figur noch mal ein bisschen besser zu zeigen. Der Karton nicht mehr im Weg, eben einmal Batman spiegelt leider sehr heute. Der Pinguin. Ra's al Ghul, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Das spricht irgendwie auch jeder anders aus dem Charakter. So, die Catwoman, auf die ich mich auch sehr gefreut habe. Der John Constantine in der Page Punchers Verpackung mit Comicheft. Auch sehr cool. Und der Apocalypse, der mich schon sehr reizen würde, den auszupacken. So richtig in den 90s, also mehr 90s geht nicht. Richtig cool, aber der wird bei mir an der Wand hängen. Sehr, sehr geile Figur. Freut mich sehr. So, dann sage ich mal vielen Dank, lieber Toy Donkey, falls du das Video sehen solltest. Vielen Dank für die Goodies und auch für die Süßigkeiten. Hat mich sehr gefreut. Also ich kann den Shop auf jeden Fall nur empfehlen. Das Ganze ist hier unbezahlte Werbung, ganz wichtig. Also ich kriege nichts dafür, dass ich den Shop jetzt so lobend erwähne. Ich mache das nur, weil er wirklich super ist. Ich habe das alles gekauft. Also nicht, dass jemand falsche Gedanken hat. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.